Es beginnt. Ich kann mich aus meinen Erinnerungen daran erinnern. Sie haben die Maschine hier vorgeführt, richtig? Ich glaube nicht, dass die Wiederholung so weit gekommen ist, obwohl... Dies ist der fortgeschrittenste Punkt. Wie? Tod ist variabel, aber... Alle Tode tangieren zu diesem Moment. Wenn Sie den Gästen die Maschine vorführen? Bestätigt. Daten sagen voraus, wenn wir diesen Raum jetzt verlassen, werden alle sterben. Wird jeder? Wird sterben. Daten sagen dies. Oh, es wird intens, Alter. Nun, lass uns den Raum verlassen. Lass uns alle umbringen für den köstlichen Reis. Was? Warum? Es ist unerlässlich. Verlasse diesen Raum und komm zurück, um dies zu bestätigen. Oh, dann sehen wir gar nicht, wie die sterben. Bitte verlassen und komm zurück in diesen Raum. Der Schauplatz wird nicht zurückgesetzt und Tode sind zu erwarten. Okay. Was zum... Sie ist weg. Daten zeigen, Lindry ist offline. Nochmal? Sie kommt zurück. In der Zwischenzeit kehre bitte zur Party alle zurück. Oh, sie sind tot. Überraschung. Oh, Reisbot hat gespoilert. Tode bestätigt. Raum wird zurückgesetzt. Warte, wenn du den Raum zurücksetzt, während wenn wir hier drin sind, warum müssen wir den Raum verlassen und kommen immer wieder früher zurück? Verlassen war keine Notwendigkeit für den Reset. Verlassen war notwendig für den Tod. Was? Immer wenn wir ihn nachsehen, sterben sie nicht. Oh, das ist so eine Neuronpartikel-Scheiße. Oh, was ist geschehen? Ich bin nicht sicher. Die sollte nicht geschehen. Das ist vorher noch nie passiert. Unter dem Szenario Ausrüstung erhält Schaden. Kernrecheneinheit im Keller wurde zerstört. Zerstört? Wie? Daten nicht bekannt. Rücksetzung erfolgt. Also das Teilchen verhalten sich anders, wenn man sie beobachtet. Das ist auch irgendwie so aus der Physik oder so. Nun der Abschlusstest. Quincy wird in den Keller gehen. Der Kontrollraum für die Kernrecheneinheit? Bestätigt. Beide Seiten werden beobachtet. Datenanomalie wird erwartet. Welche Art Anomalie? Unbekannt. Ich nehme an, ich werde es rausfinden, wenn ich dort bin. Erinnerst du dich an den Eingang? Der Billardtisch? Bestätigt. Bitte fortsetzen. Oh nein, ich bin jetzt ohne Bodyguard unterwegs. Warte. Es ist zu gefährlich, allein zu gehen. Die Katze hat sogar keinen Plan. Nimm dies. Keine Zelda-Anspielung. Nimm dies. Nimm dies. Ich meine, sicher, warum nicht? Alles klar. Komm mit, Cat. Das ist so dämlich, ich liebe es. Okay, wir sind unten. Trotzdem ganz schön creepy hier unten, obwohl... Wir können uns umschauen, ne? Aber wir sollten nicht. Wir sollten... eine Anomalie anschauen. So. Der Gang ist ein bisschen lang. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Flur irgendwann mal so lang war. Ich kann nicht rennen. Okay, das ist Punkt 1 der Anomalie. Irgendwas knackst. Was war das? Warum läuft die Katze auf zweimal? Hast du das gehört? Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn wir zurückgehen? Okay, nein. Das Licht wird gleich... Nein, das blaue Licht ist wieder da. Okay, weißt du was? Stopp, hör auf damit! Was zur Hölle ist das? Warum ist der Korridor so lang?
Woher kommt dieses Licht? Was sind das alles für komische Geräusche? Hörst du das? Freaking creepy knarrendes Holz. Wie? Hier ist alles aus Metall und Beton. Hier gibt es kein Holz. Und du, was machst du denn überhaupt? Wie willst du mich denn beschützen? Du hast nicht mal ein Messer. Du bist nur eine Katze. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, du bist nicht mal so groß. Wenn du zu irgendwas zu gebrauchen wärst. Oh nein. Die arme Katze. Okay, schau, tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen sollen. Es war einfach nur ein harter Tag, weißt du? Ich würde damit sagen, zuerst die ganzen Morde, dann finde ich heraus, dass ich nicht mal existiere. Und sogar für einen Optimisten schmerzt dies. Auf der anderen Seite, ich denke, schlimmer kann es von hier aus auch nicht mehr werden. Na los, lass es uns zu Ende bringen. Egal, was davon ist, ich nehme es, wie es kommt. Hä? Warte, was war das? Sie kriegt ein Messer. Es wird Longcat. Nein, hä? Sie ist größer geworden. Und hat Fäuste. Also Boxhandschuhe. Du hast dich verändert. Du wurdest zu irgendetwas anderem. Etwas mehr. Du übernimmst die Führung? In der dunkelsten Stunde bist du wirklich für mich da. Es tut mir leid, dass ich jemals an dir zweifelte. Alles klar, na dann observieren wir mal den Computer. Auf Teufel komm raus. Ich spiele wirklich die Katze. Hallo? Lindry? Du bist zurück? Ja, sorry, ich musste eben raus, um etwas doppelt zu überprüfen. Bist du langsam, aber sicher im Kontrollzentrum? Ich hoffe doch mal, wir waren hier fast Jahre unterwegs. Der Korridor, der dorthin führen soll, scheint gestreckt zu sein. Er scheint eine Schleife zu sein. Junge, ich würde sagen... Warte, du meinst das wirklich? Ja, warte einfach ab. Sollte jetzt oben sein. Danke, aber warum war das so? Ich bin mir nicht sicher, aber der Raum sollte jetzt direkt vor dir sein. Sag mir Bescheid, wenn du dort bist, dann starte ich die Demo-Sequenz. Alles klar. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass es dann so unendlich wiederholt wird. Ah, das Ende. Nein, doch. Nun, wir sind endlich hier. Bist du bereit? Okay, Lenry, hörst du mich? Ja, die Szene ist bereit im Laden. Sollen wir uns auf etwas vorbereiten? Einfach nur dort sein ist schon genug. Wir haben unseren Datenstrom. Du musst nur dort stehen und beobachten. Okay, das kann ich. Und dann, sollen wir anfangen? Jo. Ja, wir sind bereit. Legen wir los. Okay, die Demo-Szene ist geladen. Du solltest sehen, wie die Maschine hochfährt. Mhm. Positiv. Gut, behalt das Teil im Auge und sag mir sofort, wenn du etwas Komisches bemerkst. Okay, mhm. Siehst du irgendwas? Nö, alles normal. Also, es knarzt ein bisschen. Ja, hier ist ein komisches Geräusch. Welche Art? Hat die Maschine einen Kurzschluss? Es ist Metallen. Es kommt nicht von der Maschine. Es hört sich an, als käme es von... Wir gucken nicht mehr hin. Wir gucken nicht mehr hin. Oh. Ah, Tentakel. Chillig. Quincy? Das System ist fast fertig. Was siehst du? Das letzte blaue Ding fehlt. Ah, da haben wir den Weltuntergang. Chillig. Chillig. Longcat? Wo ist mein Beschützer? Quincy, ich würde sagen, lauf. Es
ist so, das Spiel, ne? Das fängt an, linear, erzählt eine Geschichte, ganz entspannt, hat so ein bisschen Höhen, Tiefen, emotional und oh, dann kommt so eine Szene. Auch mit dem ganzen Humor und so. Nicht bewegen. Was bist du? Warum bekomme ich keine Anzeige von dir? Du weißt bereits warum. Dann bist du der Grund? Als ich vorhin den Stecker gezogen habe. Als ich mich abgemeldet habe, war dort nichts. Nichts als die Maschine, mit der man sich wieder anmelden kann. Als ob die ganze Welt nur verschwunden wäre. Ich bin auch nicht real. Nein, du bist real. Natürlich. Relativ zu diesem Ort. Lunerie? Dann. Wie viele? Zu viele? Wovon redet das? Zu viele was? Zu viele Welten. Wir sind weit oben, Quincy. Es gibt viele Schichten unter uns. Ich habe vielleicht deine Welt erstellt. Aber jemand anderes hat meine erstellt. Immer und immer wieder sehr viele Ebenen. Und unten, ganz unten, ist Kangao. Am Boden der Ebene, dort liegt die Welt, welche als erste Simulation gestartet wurde. Oder jede Simulation eine andere erzeugt, wird das Original unten immer mehr beschwert. Bis endlich, selbst wenn nur eine weitere Simulation erstellt wird, egal wie abstrakt, diese würde reichen, um sie zu überlasten und die komplette Struktur zu kollabieren bringen. Sag mir, sind wir an der Spitze dieses Stapels? Ja, sind wir. Dann, es gibt etwas, das ich immer noch nicht verstehe. Warum schneidest du die Endlosschleife nicht einfach von Anfang an ab? Warum versuchst du, diese Welt zu erhalten, ohne uns zu eliminieren? Und warum bist du hier, sich überhaupt die Mühe zu machen, mit uns darüber zu sprechen? Warum redest du überhaupt mit ihm? Hey, ich bin genau hier. Das ist schwer zu sagen. Er ist... Lunery? Sag mir, wer ist wie für dich? Für mich? Für mich bist du niemand. Das ist Fey, oder? Ist das Fey? Aber dann wieder, das bedeutet nicht viel. Ich bin nicht so unterschiedlich wie dieser Reisbot dieser Welt nach all dem. Du siehst nicht aus wie ein Reisbot. Nein, ich hoffe doch nicht. Warst du auch eine KI, welche die Simulation umgerüstet wurde? Nun, nicht genau. Aber nach deinem Schlamassel räume ich auf jeden Fall auf. Diese Welten mögen Simulation sein, aber die Automatisierung folgt immer noch den Gesetzen der Physik. Durch einen Fehler. Wirklich. In solchen Fällen muss beispielsweise jemand manuell verhindern, dass alles implodiert. Zum Glück habe ich zufälligerweise eine angeborene Missachtung der Gesetze. Zum Glück habe ich zufälligerweise eine angeborene Missachtung der Gesetze der Physik. Aber das ist alles eine Geschichte für einen anderen Tag. Hey, was bist du? Und da haben wir den Gleiter aus A Bird Story. Sollen wir? Es gibt viele Tangenten da draußen, hinter dieser. Jeder Moment erblüht zu unzähligen eigenen Zweigen.
Aber diese besondere Tangente wird beobachtet, weil sie etwas Besonderes ist. Es ist etwas Besonderes, denn obwohl es an der Spitze des Stapels steht, es war fast identisch mit der grundlegenden Realität. Dort begann sich alles auf die gleiche Weise zu entfalten. Deine Kindheit, deine Jugend. Deine Diagnose. Und genau wie hier, gegen alle Widrigkeiten, du hast weitergemacht. Niemals einen Moment zu verschwenden, um so viel von der Welt zu enträtseln, wie man kann, solange man noch kann. Du hast so viel gelernt, wie du konntest. Du hast alles versucht, was du konntest. Du hast jemanden kennengelernt. Jemand, mit dem du dir eine Zukunft ausgemalt hast. Und du hast einen Beruf ergriffen, in dem du das Gefühl hattest, etwas bewirken zu können. Zumindest für eine Weile. Bis es zu etwas anderem wurde. Zu viel, um es zu ertragen. Du bist geflohen, hast die Welt bereist. Und dich gefragt, warum du es nicht schon früher getan hast. Die fundamentale Wirklichkeit, von der wir kommen, ist immer gleich verlaufen. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt.